Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Runde FM22. Unser Europa League Abenteuer geht heute weiter gegen den OSC Lille. Da bin ich mal sehr gespannt, was da so auf uns zukommen wird. Dazwischen haben wir kein anderes Spiel, weil gerade Copa del Rey ist und ich glaube am... Ich habe absolut keine Ahnung, warum eigentlich. Warum? Wir müssten ja wahrscheinlich das Spiel gegen Barca da gehabt haben. Bestimmt, das wurde ewig oft verschoben. Wahrscheinlich deswegen. Deswegen irgendwie wahrscheinlich. Warte mal, wenn es am 1.3. ist, ne? Das gegen Barca. Sollten wir weiterkommen, dann wird das schon wieder verschoben, glaube ich. Umso mehr ein Grund, weiterzukommen. Wäre sehr, sehr schön, wenn das klappen würde. Ganz, ganz... ja, schwierig einzuschätzende Partie. Valencia spielt übrigens am Wochenende. Ich habe schon aufgestellt, so dieses aus. Caster hat sich ein Muskelfaserriss in der Leiste zugezogen. Deswegen fällt da ein kleines, also ist ein bisschen witgespritzt worden. Wird dann im nächsten Spiel wahrscheinlich in La Liga. Wobei, nee, wir haben ja gar keins. Ja, nevermind, ich sag gar nichts. Ja, ich hoffe, dass die Jungs das hinkriegen, ne? Wird schwierig. Wir gehen im 4-3-3 in dieses Spiel rein. Boto Pedai sind neu drinne, im Gegensatz zum letzten Spiel, welches ja nur ein 1-1 war gegen Levante. Da waren wir eigentlich gut. Da haben wir gut gespielt. Finde ich. Aber wir haben halt, wie so oft, das entscheidende 2-0 nicht gemacht. Und dann hat Aitnouri einen Elfmeter verschuldet und schon war der Ausgleich da. Kader von Lille ist gut. Da müssen wir uns nichts vormachen. Da haben sie gute Spieler mit Jonathan David, Wind vorne, Gazici auf rechts außen. So Lenki verliert super einfach den Ball, leider. Ballsicherheit ist bei unseren Spielern noch sehr, sehr ausbesserungsfähig. Das wird auch ein großes Ding sein, worauf wir dann in der neuen Saison achten müssen. Ich denke mal, über die nächsten zwei Folgen werden wir dann das erste Mal schauen nach neuen Spielern auf der Innenverteidiger- und Stürmerposition. Während das ein guter Ball ist und das ist leider kein Abseits und wir liegen schon hinten. Nach 8 Minuten Jonathan David mit dem Tor nach dem Superpass aus dem Mittelfeld von Yazici. Ja, einfach gepennt. Und Lille geht sofort mit dem ersten Schuss in Führung. Ich bin mir bei Kabic halt auch noch nicht so sicher, ne? Juan Fernandes kriegt den Ball nicht. Den kriegt Perain. Oh, weil er da auch rumpennt, ne? Corny auf David. Geiler Ball auf Jonas Wind. Und 2-0. 20. Saisontor. Ja, das ist dann schon fast unser Aus, ne? Wir sind ja generell eine Mannschaft, die kaum Tore schießt. Genialer Ball von David auf Jonas Wind und schon ist es der zweite Torschuss, der drin ist bei Lille. Und das meine ich, wir schießen einfach keine Tore. Ich bin bei Kabic weiter noch nicht so wirklich der Entscheidung, ja, fertig geworden, ob wir den behalten oder nicht. Das Geld ist schon extrem viel. Nach seiner Verletzung ist er gut zurückgekommen. Aber reicht das wirklich? Ja, es geht zu einfach. Lille ist leider viel, viel besser als wir. Und wir zeigen weiterhin dieses Jahr, dass wir leider uns deutlich verschlechtert haben. Das Tor zählt nicht. Wir sind hier überhaupt nicht im Spiel drin. Wie so oft. Gefühlt gibt es bei uns halt zwei großartige Spielszenarien immer. Entweder wir kriegen es nicht hin, das 2-0 zu machen und kassieren dann, oder wir sind von Anfang an nicht im Spiel drin. Es ist ganz, ganz selten, dass es mal anders bei uns läuft. Und es ist sehr frustrierend. Sulek und Kungna kommen mal rein zur zweiten Halbzeit, aber
Wir müssen jetzt langsam mal den Anschlusstreffer machen, ansonsten sind wir wirklich raus. Das 2-0 werden wir nicht aufholen. Kannst du Lenke über das Tor. Wird auch mal rausgehen. Gelb, keine gute Partie von ihm. Aber ganz ehrlich, mit Mikau Tatze wäre das auch nicht anders gelaufen. Ach Jungs, ey. Man hofft und hofft und hofft immer. Aber ihr macht halt so viel Mist. So, wahrscheinlich letzte Szene, die wir vor uns sehen werden. Kabic. Boto hoch. Kabic geht immer nochmal. Flanke sieht gut aus, wo ich... Vujicevic. Sehr kläglich diesen Kopfball vergeben. Na, probiert's auch nochmal, aber auch da kein Glück. Boah. Lille, zwei Schüsse aufs Tor, zwei Tore. Das ist die Realität dieses Jahr. Das zieht sich durch die komplette Saison und es wird sich auch noch bis zum Ende der Saison so durchziehen, weil wir das nicht in den Griff bekommen. Das wird eine Mammutaufgabe werden. Mittlerweile seit 4 Spielen kein Sieg mehr geholt. Ich werde heute mal ein bisschen härter bestrafen, weil ganz ehrlich, es reicht jetzt auch langsam mal mit dem Scheiße sein. Juan Fernandes mittlerweile auch komplett überspielt, wahrscheinlich weshalb er nur noch Scheiße spielt. Ist das alles ärgerlich, ey. Rein vom Könnerischen haben wir halt wirklich das, haben wir halt den Skill, die so eine Gegner halt zu besiegen. Nur das Problem ist, wir kriegen es halt so oft nicht aufs Feld. Und das ist das, was bei uns halt alles kaputt macht, gerade dieses Jahr. Weil ich sag's immer wieder und ich werde es auch nochmal sagen, ja, wir performen immer noch über, die Mannschaft ist halt weiterhin eher La Liga 2 von der Stärke. Das wird uns ja auch die ganze Zeit gesagt, ne, in den Spielerberichten. Aber trotzdem, wir können ja auch weiterhin überperformen und das machen wir halt einfach nicht. Und das Ziel ist es halt, dass wir weiterhin überperformen und dass wir das nicht hinkriegen, das ist dann halt der Fail dieses Jahr. Wird schwierig, ne? Jetzt hier gleich. Wird sehr, sehr schwierig. Aber es sieht leider schon fast so aus, als ob wir uns nach dem Spiel gleich aus allen anderen Wettbewerben dann verabschieden. Und dann nur noch La Liga haben. Chilhamme ist bereit für einen Verbleib bei uns. Ja, toll. Wäre eigentlich schön gewesen, hätte er ein gutes Angebot bekommen. Gerade Stuttgart, aber die wollten ja nicht. Was sehr, sehr ärgerlich war. Ist jetzt eigentlich noch ein Verein interessiert? Nee, ne? Bei Vicente ist Stuttgart interessiert, Aitnuri Sporting und Fernandes Rom, aber Chilhamme nicht. Ich kann mir auch ganz ehrlich nicht vorstellen, dass wir da nochmal ein gutes Angebot bekommen. Ich hätte wirklich das eine Angebot für die 37 Millionen annehmen müssen. Wobei, da muss ich auch ganz ehrlich mit euch sein, dass wir eh niemals durchgegangen, weil der möchte nicht zur AEK Athen gehen. Weil so viel Reputation mehr dürften die nicht haben. Ich hoffe nur, dass meine Sommertransfers dann sitzen, weil ich möchte jetzt auch endlich mal was gewinnen. Die scheiß dritte Liga, da ist mir komplett wurscht. Das sehe ich nicht als Titel an. Ich möchte jetzt endlich mal was Richtiges gewinnen. Dieses Jahr wird's nichts. Da bin ich jetzt schon sehr sicher, weil wir bräuchten das größte Comeback der Vereinsgeschichte gegen Lille, weil wir halt so schlecht waren. Und dann bräuchten wir halt Losglück. Und das ist in der Europa League immer sehr schwer, gerade weil die ja aus der Champions League auch runterkommen. Ich meine, wir sind auch aus der Champions League runtergekommen. Aber wir sind halt auch scheiße. Und dabei wäre es halt auch so wichtig eigentlich, hier noch ein paar Punkte für die, für den Koeffizienten zu bekommen, damit wir nicht wieder ein Seed 4 sind. Aber wir sind halt wieder ein Seed 4 dann. Also es... Das wird alles nix.
Ich denke mal dann übrigens, wenn wir jetzt wirklich rausfliegen sollten. Ich habe natürlich immer noch so eine kleine Resthoffnung, dass ich dann wieder ein bisschen mehr Spiele in eine Folge nehme. Weil nur, ob wir dann wirklich Champions League erreichen oder nicht, ist dann vielleicht auch nicht mehr so interessant, dass wir vielleicht noch ein bisschen mehr hinkriegen dann. Dass es schwer wird, war klar. Deswegen habe ich mir auch extra diese ganzen Auflagen erlegt, die ja eigentlich auch gar nicht so krass waren, ne? Aber durch die mindestens 6 Andorra-Spieler im Kader merkt man schon, dass da die Qualität nicht so sehr oder so schnell steigt, wie sie sonst steigt. Und ich glaube, das ist wenigstens ganz gut, dass es halt nicht ganz so schnell geht. Weil ich glaube, in einem anderen Safe oder unter anderen Voraussetzungen ohne irgendwelche Regeln wären wir schon deutlich, deutlich, deutlich stärker. Alleine, weil ich dann halt auch schon den einen oder anderen verkauft hätte. Denn bisher haben wir eigentlich quasi nur Trigueros verkauft aus der eigenen Jugend. Jetzt hatten wir mit Marinov und Engesan zwei Verkäufe, die auch mal etwas größer waren, aber sonst haben wir eigentlich nie was verkauft. Und hätte ich diese Auflage mir nicht selbst auferlegt mit so und so vielen Andorra-Spielern, wäre beispielsweise Guilherme auch schon lange, lange weg. Der wäre auch schon für 20 Millionen gegangen, weil er einfach nicht performt. Valencia wieder nur unentschieden, sehr gut für uns. Atletico leider gewonnen. Sociedad hat auch gewonnen. Das heißt, wir müssen unser nächstes La Liga-Spiel unbedingt gewinnen. Gegen Mallorca. Und danach mal gucken. Ja, dann müssten wir Barca bekommen, wenn wir jetzt echt rausfliegen. Leute, stellt doch einfach mal richtig auf. Meine Fresse. Irgendjemand hat sein erstes Tor gemacht. Barba, ja gut, das ist wurscht. Ich hoffe ja auch sehr, dass wir ein paar gute Angebote bekommen für die Spieler, die ich noch verkaufen möchte im Sommer mit Barba, Andersen, Ian, Coelho, Löland, Sicardo, Cabrera, Garcia und Barba. Sevilla hat auch gewonnen. Die kommen auch so ein bisschen ran. Da muss man alles gerade mit zweierlei Maß messen, weil wir eben noch ein Spiel weniger haben als die anderen. Wenn wir gewinnen, sieht ja wieder die Welt ganz anders aus. Gegen Mallorca jetzt wohl gesagt. Und dann näher gegen Barca. Wird es dann wohl ein bisschen schwieriger werden. Barca jetzt auch gerade gespielt. Unsere 19 hat 4-1 gewonnen, aber ist ja auch alles nur Testspiele. Ich überlege, ob ich Vargas dann vielleicht jetzt mal öfter mitnehme, aber ich denke mal, weil Solanke ist ja sehr schön, Pedda ist nicht mehr wegen mangelnder Einsatzzeiten beunruhigt. Ich denke mal, Solanke ist, ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen extrem scheiße, ne? Unser Stammkeeper Juan Soriano mit einem Leistenbruch. 3 bis 5 Wochen, yo. Ja, herzlichen Glückwunsch. Jesus Pedda ist auch momentan noch so ein bisschen verletzt. Ja, super. Läuft ja wieder diese Folge. Eieiei. Ja, fuck, ne? Das ist nochmal ein ganz, ganz herber Rückschlag, weil Juan Soriano hat wenigstens, auch wenn er nicht die perfekte Saison gespielt hat, immer noch gut gespielt. Und hat uns auch hier und da die eine oder andere gute Situation der Gegner entschärft. Das ist immer ein herber Rückschlag für uns. 3 bis 5 Wochen und das jetzt bei diesen wichtigen Spielen. Fuck. Ganz großes Fuck. So, und dann kann Jesus Perez nicht mal spielen, also Oliveira wird jetzt im Tor stehen. Ach du fucking Schande. Wir müssen 0-2 irgendwie aufholen. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Boah, ey, ich. Ja, ich habe keine Ahnung, ne? Es auf gut Glück einfach.
Also sobald Jesus Perez dann fit ist, wird er dann halt den Keeper geben, aber wird natürlich ein harter Einschnitt sein in der Qualität hinten. Ja. Dann mal los, Jungs. Lille wirklich in dem 5-3-2. Hätte jetzt nicht erwartet. Guter Ball, Kabic. Ah, oh Gott, ist das schlecht. Ich gehe gleich auf 4-3-3. Und auf Offensiv. Bloß möglichst viel vom Tor von Oliveira weghalten. Guter Ball, Soniora. Schöner Ball auf Vujicevic. Ach Gott, ey, wie kann... Was ist denn mit unserer Mannschaft los, ey, dass wir so viel immer liegen lassen? Sowohl Mikautadze, Solanke als auch Vujicevic. Zieht sich durch alle drei Stürmer, die wir bisher dieses Jahr hatten. Immer jede Situation nicht gut vollenden. Wir starten halt richtig gut, ne? Wir brauchen halt wirklich 210 für zwei Tore. Das ist halt unser großes Problem. Wären wir halt effektiver, hätte ich kein Problem damit, dieses 0-2 aufzuholen wahrscheinlich. Ein Nuri hat sich verletzt, Knieverdrehung nicht gut. Wir haben halt jetzt schon wieder 11-0 Schüsse, 7-0 aufs Tor, aber oben links steht halt immer noch 0-2. Mittlerweile 15 Schüsse, 8 davon aufs Tor. Immer noch kein Tor. Double Commit von unseren beiden Innenverteidigern. Zum Glück geht's gut. Oh, schrecklicher Ball. Das war gut gemacht von Kungna. Kabic und Sonjoda Vujicevic macht den Treffer zum Anschluss. Hochverdient. Der 17. Schuss war's. Jungs, kommt schon. Kommt schon, ihr kriegt das hin. Schaut euch an, wie viele Chancen ihr habt. Schöne Freischussposition. Sonjoda nimmt sich den Ball. Keeper steht sehr zentral und mega Parade, meine Güte. Ribic mit einer 7,8, 7,9 bisher. Wir machen weiter Druck, 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 Druck. Lille ohne einzigen Schuss bisher. Okay. Ja, ist der Ball, den Oliveira halten muss. Zum Glück eine einfache Sache. Porto, guter Ball auf Kabic. Nochmal zurück auf unseren Rechtsverteidiger Kongna. Müsste auf Iglesias legen. Schöner Ball, Kabic! Oh, mit viel Gefühl, aber leider nicht genug. Halbe Stunde ist noch zu spielen. Lille weiterhin ohne einen einzigen Schuss. Keinen einzigen Torschuss versucht. Ball kommt in die Mitte und dann ist es Vujicevic, der irgendwie, wie auch immer, an die Latte spielt. Ich weiß nicht wie. Ich weiß wirklich nicht wie. Alter, die Statistik. Kommt schon, Boys. Erste Szene von Lille jetzt mal. Ein Nuri klärt aber sofort, bevor es da überhaupt eng werden könnte. Jungs, wir sind hier die viel, 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 viel bessere Mannschaft. Ihr kriegt das hin. Wir brauchen halt noch ungefähr 5 Chancen für das Tor. Dann sollte es klappen. Kongna, Vujicevic, das ist ein guter Ball. Sonjoda auf Coelho, Coelho! Ja, das war halt jetzt noch 4. Rein von dem, was man so gesehen hat in unserer Saison, wird es um den 27. oder 28. Schuss was werden. Vujicevic. Oh, da hat er nicht aufgepasst. Aber wir müssen aufpassen, der Lille war unfassbar effektiv in dieser ersten Partie mit 2 Torschüssen und 2 Toren. Fernandes, oh, warum ist da so viel Platz? Das kann nicht wahr sein. Ey, Lille ist so ein ekelhafter Scheißverein.
Der erste Schuss von Neil in der 77. Minute ist der Ausgleichstreffer mit 0,09 XG. Und was ist da hinten bei uns passiert? Hier ist Iglesias, da ist Casas, da ist Fernandes, da ist Kongna. Was ist, wieso bleiben die stehen? Ja gut, das wird's gewesen sein. Und wieder scheitern wir mal an unserer fehlenden Effektivität. 26 Schüsse, nur 12 davon aufs Tor, 3,24 XG und ein kleines Kacktor ist bei rausgekommen. Während Lille halt mit 0,09 XG das so wichtige Tor macht, um uns halt quasi zu töten. Das hat übrigens nichts an XG gebracht, dieser Schuss, falls es einer war. Oh Mann, ey. Da kann man Oliveira jetzt auch gerade überhaupt gar keinen Vorwurf machen. Das war ja nur die Verteidigung. Oh Mann, die Mitte, Vujicic macht nochmal ein Tor. Aber wir brauchen halt immer noch eins. Solanke kommt rein für Aitnuri. Doppelsturm. So, dann brauchen wir einen Vicente, der reinkommt für Iglesias. Flügelspieler. Und dann hinten Dreierkette. So, Frühflanken, das nehmen wir ja alles raus. Einfach Ball nach vorne klatschen, Jungs. Und irgendwie noch den Ausgleich machen. Das ist ein Tor. Das war übrigens dann bei uns der 29. Schuss, der dann drin war. Vicente kriegt ihn noch. Letzte Szene. Allerletzte Szene für uns. Solanke muss ihn irgendwie niemand spielen. Abseits, 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 abseits. Aber auch dumm. Risiko genommen von Vujicic. Auch wenn er die zwei Tore gemacht hat. Der muss natürlich sitzen, selbst wenn es abseits ist. No, Sonjola kriegt ihn nicht kontrolliert. Gegen Greedy. Nochmal. Irgendwie nach vorne. Solanke. Nicht im Abseits dieses Mal. Vujicic. Kriegt er den irgendwie in die Mitte? Sieht gut aus. Kabic. Kabic. Yes. Nice. Alter Schwede, ey. Wir haben echt... Okay, okay. Chill, 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 chill. Wir gehen erstmal wieder auf das 4-3-3 zurück. Auch wenn das jetzt ein bisschen schwierig ist. Okay, 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 okay. Ist ein bisschen schwierig jetzt. Wir gehen auf ein 4-4-2. Coeo wird dann mal kurz jetzt halt, muss er mit leben, unser Linksverteidiger. Wir werden jetzt in die Verlängerung gehen. Ich denke mal, es wird in die Verlängerung gehen. Mit einem 4-4-2. Machen wir das so und so. Flügelverteidiger angreifen ist auch richtig. Flanken früh schlagen. Ich würde ja gerne eigentlich auf das 4-3-3 wieder zurückgehen, weil es hat ja echt gut funktioniert. Aber wir haben ja noch, ich hoffe, zwei Wechsel sogar. Ausgleich in der 94. Minute. 15 Sekunden vor Schluss. Jetzt erstmal in die Verlängerung richtig kommen. Wir haben ja noch ein bisschen auf der Uhr. Vujicic mit einer super, super Flanke. Und dann ist es Udoš Kabic, der den Ausgleich macht. So, Verlängerung. Wir sind erstmals wieder drinne. Haben wir jetzt wirklich zwei Wechsel? Wir hätten zwei Wechsel, okay. Dann gehe ich jetzt wieder auf das richtige 4-3-3 zurück. Das war jetzt halt dann kurz Unsinn hier. Vujicic bleibt vorne. Solanke, schwierig, ne? Also Coeo geht auf jeden Fall raus. Da kommt dann Nunez rein.
Jetzt habe ich halt Iglesias rausgenommen, das ist Solanke. Boah. Kavic stand auch drin beim Vicente, kam gerade rein. Oder doch auf das 4-4-2 zu bleiben. Ja, wie lieber auf das 4-4-2 bleiben und nur. Es hat zwar gerade wirklich gut funktioniert, aber ich kann nicht die Spieler schon wieder da rausnehmen jetzt. Dann kommt nur Nunez rein. Und wir können ja immer noch gleich das anders machen. Nunez ist halt so oder so wichtig als Außenverteidiger. Kommt schon, Boys. Super Spiel bisher von euch, auch wenn ihr 31 Schüsse gebraucht habt für 3 Tore. Kabic bietet sich an zur Auswechslung wegen seiner Fitness. Werden wir jetzt auch machen. Um jetzt wirklich wieder auf 4-3-3 zu gehen. Dann geht er nämlich raus. Dafür kommt dann Jill Hermel rein. Solanke geht als Linksaußen in die Partie. Wechsel natürlich noch nicht vollzogen. Sonny oder guter Ball auf Boto sogar. Aber er bleibt dann hängen. So, Jill Hermel drinne. Wieder 4-3-3 bei uns. Lila hatte mittlerweile den zweiten Torschuss und der war nicht drinne. Man hört und staunt. Vicente, es muss leider außerhalb sein. Es ist leider wirklich sehr, sehr weit draußen gewesen. Und ich glaube nicht, dass das Tackling begonnen hat. Ja, das Tackling hat nicht begonnen, bevor. Oh nein. 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 Junge, 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 wäre das unverdient gewesen. Eine Szene noch. Nachspielzeit läuft der Verlängerung. 30 Sekunden noch. Langer Ball von Boto wird nicht ankommen. Juan Fernandes kriegt den Ball. Boto in die Mitte. Vicente. Solanke. Nee, 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 nee. So schon mal gar nicht. Wieder Elfmeterschießen. Wieder Elfmeterschießen. Wie schon in der vergangenen Folge, wo Vujicevic dann vergeben hat. Augen zu und durch. Das zweite Elfmeterschießen. Jonas Wind startet für Lille gegen Oliveira. Oliveira! Holy shit! Hält gleich den ersten fest. Also nicht fest, aber er pariert ihn. Solanke! Starke Elfmeter. Bei uns der Schütze mit den besten Werten im Verein. Jonathan David, super sicherer Schütze. Aber er geht vorbei. Oliveira hat ihn rausgeguckt. Momentan 1-0 Führung. Schiri pfeift schon an. Sonjoda mit dem ultralangen Anlauf aus der anderen Hälfte noch. Und dann so ein Kack. Elfmeter, meine Güte. 3 Elfmeter schon verschossen. Der dritte jetzt von Lille geht rein. Wir müssen den machen, damit wir unseren Vorteil behalten. Jill Hermel. Nicht gut, aber dafür platziert. Oder für Lille. Komm, Oliveira. Mach's nochmal. Mach's nochmal. Ach, in die Mitte. Vicente wird Schütze Nummer 4 bei uns werden. Vicente macht ihn stark rein. 3-2. Lille jetzt unter Zugzwang, Guridi, den ich eben Guidi genannt habe, wird den 5. Elfmeter für Lille schießen. Wenn der nicht reingeht, sind wir weiter. Oliveira, komm, Oliveira. Ah, Guridi macht ihn rein. Kommt alles auf unseren 5. Schützen jetzt an. Hab schon vergessen, wer es war. Es ist Kongna. Bitte, Kongna, bitte, du musst ihn nur reinmachen, er macht ihn rein. Wir sind weiter und es war halt auch nur das 16. Finale, ne? Oh Gott, Alter. Schaut euch das hier an, ey. Ist das pervers, ey. Ist das pervers, wirklich.
Boah. Vujicevic, 2 Tore, 1 Vorlage. Starkes Comeback. Heiliger Bimbam, Alter. Boah. Lecco mio. Ein Nuri, 6 bis 7 Tage, fällt er aus. Olivera, ja, Debüt. Ja, Olic zieht Vujicevic Mbappé vor. Ey, diese Headlines im MFM oder die Zitate, ne? Yo. Alter, boah. 500.000 bekommen für die Runde, für das Teilnehmen der Runde. Jetzt will ich mal gerne wissen, ob schon die Auslosung ist oder ob wir wirklich gegen Barca dann spielen am nächsten Mittwoch. Ich möchte eigentlich nicht gegen Barca spielen, aber ich glaube, wir werden, okay, das ist erst hier. Nee, Quatsch, ist ja hier Viertelfinale und Halbfinale. Das war ja nicht Achtelfinale, oder? Es war erste Ausstellungsrunde. Ja, jetzt kommt Achtelfinale. Also es muss jetzt relativ baldig die Auslosung kommen. Damit wir dann höchstwahrscheinlich am Mittwoch spielen und das Barca-Spiel wieder verlegt wird. Jupp, so ist es auch. Neue Rekordzuschauerzahl aufgestellt mit 17.145 Leuten, die drin waren. So, und jetzt gibt's noch schwere Gegner, weil jetzt kommen die Vereine auch noch rein, die direkt ins Achtelfinale reingekommen sind. Wir sind gleich der erste Verein, der gezogen wird. Was ist denn eigentlich, wenn ich jetzt die Leertaste drücke? Wird dann das nächste Team gezogen oder geht's dann einfach weiter? Ich mach einfach mal. Olympique Marseille wurde es. Vierter, schon wieder Ligue 1. Letztes Jahr Platz 5 geworden. Was haben sie denn so? Guendouzi, De La Fuente, Gerson, Balerdi, Issa Diop, Arkadio Schmillig, Alter. Wie, der ist erst 33. Was? Wie bitte? Ihr wollt mir gerade weismachen, dass Arkadio Schmillig in echt gerade mal 25 oder so ist? Oder 26? Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich jetzt wirklich nicht. Er ist 28. Ist er gerade erst 28 geworden? Nö. 94 geboren. Also sehe ich auch hier. Sehe ich gerade. Kann ich gerade nicht rechnen? Wir sind doch in Saison 7. Ne? Also wir spielen jetzt schon 7 Jahre. Also bei mir ist 7 plus 28, 35. Gut, ja, jetzt, wenn man 7 plus 27 macht, sind 34. Ach, und der ist, okay, sorry, ja, ich sehe gerade, er hat in 3 Tagen Geburtstag. Okay, ja, dann macht's Sinn. Echt? Ich hatte den jetzt auch schon ein bisschen älter eingeschätzt, ne? Also ich hatte den in echt jetzt schon so 2 Jahre älter eingeschätzt auf 30. Boah, Alter, dieses Spiel gerade, das war ja auch wirklich nervenraubend wieder. Aber das meinte ich, sie können's ja. Wir waren ja so hoffnungslos unterlegen gegen Lille in der ersten Halbzeit oder in den ersten Minuten im anderen Spiel, obwohl wir die gleiche Taktik gespielt haben. Gut, die nicht, muss man dazu sagen. Aber jetzt haben wir die ja die kompletten 120 Minuten komplett dominiert. Das war ja nicht mal close oder so, ne? Es war ja wirklich die komplette Dominanz. Dass sie das Tor gemacht haben, war halt Peak FM wieder, ne? Ein Schuss, ein Tor, der Gegner. Aber wir haben ja wirklich nichts zugelassen. Und halt selbst irgendwie 35 Schüsse gemacht. Also, boah. Es ist wirklich eine sehr, sehr inkonstante Mannschaft. Wir spielen anscheinend doch nicht am ersten übrigens. Sondern danach erst. Schade, ich würde ungern gegen Barca spielen. Aber wir müssen wohl irgendwann mal. Ja, er soll sein Maul halten. Boah, nee, ich bin komplett fertig. Aber sowas von komplett fertig. Und jetzt kommt noch ein viel wichtigeres Spiel in der Liga, damit wir wieder auf die Champions League reingekommen. Lustig, ne? Wir sind das letzte Spiel, also alle anderen liegen schon wieder vor.
wird dann in der Tabelle bestimmt noch mal ein bisschen schlimmer ausschauen, aber kriegen wir schon irgendwie hin. Ich meine, die anderen sind ja auch sehr inkonstant. Das ist das Gute für uns. So Valencia, Sociedad und so weiter, die lassen ja auch alle richtig oft Punkte liegen und das ist, glaube ich, das Gute noch für uns. Muss aber auch nicht ewig so gehen, weshalb wir dann auch langsam anfangen sollten, selber wegzuziehen. So, Jesus Perez kann. Atletico hat gewonnen, nicht gut für uns. Valencia hat gewonnen, auch nicht gut für uns. Sociedad hat immerhin verloren. Osasuna hat unentschieden gespielt. Wir sind auf Platz 7 gedroppt. Aber stellt euch mal vor, wir hätten halt plus 6 Punkte, denn wir wären dann auf Platz 4. Wird aber nicht passieren, weil das ein Spiel gegen Barca ist. Nunez muss auf der Bank ersetzt werden. Ich würde jetzt Oliveira nochmal drinnen lassen, weil er hat gerade einen Elfmeter gehalten. Das war schon echt stark. Ich würde ihnen da gerne nochmal die Chance geben, auch wenn Jesus Perez natürlich dann bereit steht. Außerdem ist er noch leicht verletzt. So, wir gehen auf das 4-3-3. Coeo möchte ich ungern sehen. Dann kommt Zulek rein. Fitness ist übrigens absolut überragend. Also besser geht quasi nicht. Deswegen muss ich eigentlich echt viel wechseln. Dann kommt Peray rein und Jill Herme. Kabic geht raus. Nuri muss ich halt auch rausnehmen. Es geht nicht anders. Und Juan Fernandes braucht dringend eine Pause. Ich nehme Franco mit für Nuri. Den werde ich eh nicht einsetzen wollen. Oh. Nach 120 Minuten und generell einem vollgepackten Spielplan jetzt also Mallorca. Elfter gegen Achter in der Formtabelle. Hoffentlich wird's was. Gut aufgepasst von Boto. Ist natürlich riskant, ne, jetzt mit Oliveira und Sicardo zu spielen. Andererseits bei Oliveira haben wir halt keine andere Wahl. Ja, danke schön. Kriegt natürlich jetzt auch kein Lob für diese Parade. Aber das ist halt FM-Bullshit. Da ist jetzt nicht der Spieler dran schuld. Das macht Soriano oft. Das hat auch vorher jeder andere Keeper bei mir gemacht. Das macht auch mein bester Torhüter der Welt in meinem anderen Save. Das ist manchmal so, dass die sich denken, ach, da sind ja nur 7 Gegner, machen wir mal hier Prime-Barca, Takatiki. Und ja, das ist dann halt ein bisschen sehr dumm. Ah, gute Freischussposition. Boto klärt nicht gut und dann wird, glaube ich, Oliveira abgeschossen. Diese ganzen Wettbewerbe sind dann doch jetzt sehr, sehr kräftezerrend. Ja, Julian bleibt einfach stehen. Danke, FM. Baba, guter Ball, Ahmad und der ist drin. Boah, ey, Champions League zu erreichen wird eine absolute Mammutaufgabe werden. Die Verletzungen haben halt so reingehauen, dass du nie wirklich Fitness aufbauen konntest. Jetzt kommen noch die anderen Verletzungen wieder dazu, gerade Keeper, ne? Nuri jetzt auch leicht verletzt, als einziger Linksverteidiger, den wir haben, der wenigstens ansatzweise was kann. Peray, guter Ball und saustarker Schuss von Ujicevic, der jetzt anscheinend ein bisschen Selbstvertrauen getankt hat. Ausgleich. Sehr, sehr stark. Wenn Vujicevic sich jetzt in der Rückrunde gut zeigt, dann bleibt er auf jeden Fall im Kader nächstes Jahr. Dann habe ich da nichts dagegen. Das ist unser zweiter Torschuss. Immerhin braucht man nicht so viel schlechte Leistung von euch, Boys. Allen voran von Sicardo natürlich, der mit seiner Note immer weiter droppt. Casas kriegt ihn irgendwie... Oh mein Gott, Peray, das kann nicht dein Ernst sein. Du doof. Zulek zeigt sich leider auch dieses Jahr nicht von seiner besten Seite.
Vicente, geht mal auf die linke Seite. Kabic kommt rein. Ich gehe mal auf Offensiv. Was kann man denn da reinnehmen? Ich werde mal wirklich Franco als Linksverteidiger reinbringen. Der wird das schon mal kurz spielen können. Dafür hat er die Erfahrung, auch wenn er nicht gut ist. Auf, Sicardo. Macht man natürlich erstes Saisontor. Sicardo macht dann leider doch noch den Riesenfehler, bevor er rauskommt. Das hat man schon am Anfang gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr darauf geachtet habt, als wir hier diese Szene hier oben gesehen haben, dass Sicardo hier schon links und rechts immer läuft, ohne wirklich den Gegner zu decken. Und ja, dann hat man halt gemerkt, dass er wirklich ein Viertligaspieler ist. Bitte stell den Ausgleich mal an. Pedai rein, Kabic kriegt ihn nicht. Ja, und dann wird rumgepennt. Meine Alter, Franco, bitte. Warum gehen die Spieler dann nie hin? Besser als dieses Mal von Franco. Guter Ball. Vujicic. Ah, schwierig. Gegen zwei. Nochmal auf Vicente. Guter Ball auf Kabic. Ausgleich wieder. Unter normalen Umständen, sprich hätten wir nicht die 120 Minuten in den Beinen, wäre das hier, glaube ich, eine einfache Sache sogar. So ist es eine richtig, richtig, richtig schwere Aufgabe für uns. Solanke wird reinkommen. Doppelsturm für uns. Ah, machen wir lieber so. Tempo ganz hoch, denn man hat ja nicht genug gespielt unter der Woche. Ach. Perai verliert auch hier leicht den Ball. Generell beide Mannschaften gerade nicht viel Ballsicherheit. Ich glaube, die Szene wird auch nichts werden. Nee. Oh. Oder? Oder? Ja, Abseits. Ja, also, wow. Na gut, wahrscheinlich, weil er wusste, dass er Abseits ist. Das müsste nicht Abseits sein, doch. Und wäre eh abgeblockt geworden. 6 Minuten noch. 5, 4, 3, 2, 1. Nachspielzeit sind 4. Und davon ist jetzt die Hälfte um. Nicht gut geklärt, weil leider nur Gegner dasteht. Oh, gut. Ah, Vujicic nimmt Kabic mit. Gibt's vielleicht mal ein Tor in der Nachspielzeit, wie eben schon. Guter Ball, Vujicic! Und dann ist es so eine krasse Parade. Fuck off, Alter. Das kann doch nicht wahr sein. Springt er da halt 2 Meter nach rechts. Ach, und wieder nur unentschieden. Und wir verlieren so krass Boden auf die, die oben sind. Ich möchte unbedingt Champions League. Ich muss Champions League spielen, weil dieser Verein mir kein Geld gibt. Jetzt sind es 4 Punkte auf den Champions League-Rang und unser nächster Gegner ist Barcelona. Fuck. Fuck, 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 fuck. Ja, Leute. Oh, ey, was eine Folge. Mal wieder Auf und Abs. Da wollen wir noch das Barca-Spiel machen, damit wir das hinter uns haben. Ich glaube, das mache ich sogar noch, damit ich es hinter mir habe. Ich möchte das, ehrlich gesagt, nicht in der nächsten Folge haben. So mal wenigstens auch eine positive Sache drin, ne? Ja, lass mal das Barca-Spiel noch machen. Oh, nee. So, Jesus Perez ist wieder fit. Der wird dann auch sein Debüt feiern können gegen Barcelona. Viel Glück. So, werden wir wieder ein bisschen umstellen. Müssen bei Iglesias aufpassen. Der ist ein Spiel von der Sperre entfernt. Schauen, ob die überhaupt alle fit wären für Mittwoch. Scheiße, ey. Scheiße, scheiße, scheiße. Aber ich kann den Jungs halt nach dem krassen Fight unter der Woche nicht wirklich viel Vorwürfe machen, weil 120 Minuten, jetzt hat wirklich die Puste einfach gefehlt. Alter, ey, diese Verletzung dieses Jahr. Unser ZM-Talent Lopez mit einer 9-Wochen-Verletzung.
Also auch der wird keine Einsatzzeit dann wirklich bekommen. Wenn es halt logisch wäre, ne, so zum Ende der Saison, wenn man da wieder ein bisschen mehr testen kann. Oder jetzt gerade gegen Valladolid wäre auch sehr möglich, dass da jemand dann spielt. Ja, schwierig. Sehr, sehr schwierige Saison, wirklich. Kann man nicht oft genug sagen. Wäre übrigens voll cool, wenn wir jetzt gegen Barca gewinnen würden. Würde ich halt richtig dufte finden. Unsere Youth League-Mannschaft hat leider verloren mit 3-0 gegen Dortmund. Da ist Dortmund dann doch in der U19-Kategorie zu sehr erfahren, dass man da was rausholen kann. Jesus Perez erstmal schlecht trainiert, kurz vor seinem Debüt. Richtiger King. Puh. Ja, Jungs, gegen Barca zu gewinnen wäre halt eminent wichtig. Nebenbei läuft noch Copa del Rey. Ein Nuri ist mal überhaupt nicht fit. Ich überlege, ob ich da nicht doch Sicardo nochmal reinnehme, weil das Spiel halt quasi hoffnungslos ist. Oder Andersen. Ich nehme mal Andersen rein. Und Ait Nouri nehme ich gar nicht erst mit. Und Iglesias ist eigentlich auch zu unfit. Wobei der ruhig in dem Spiel aussetzen kann gegen Valladolid, müsste es sein. Da kann Franco dann mal wieder spielen. Jungs, vor. Haut alles raus, ne? Alles raushauen, wirklich. Unsere Form ist auf einmal wieder desaströs. Oh, bitte nicht nach 2:30 schon. Aber jetzt merkt man halt auch, gerade in dieser Phase, in dieser Saisonphase jetzt, warum ich mich so heftig darüber aufgeregt habe, dass wir kein Geld bekommen haben. Ah, riskant, oh, sehr riskant, weil ich den Kader einfach nicht in der nötigen Breite stärken konnte. Und das fällt uns jetzt halt direkt in die Fresse. Weil wenn ich jetzt den Kader rotiere, merkt man, dass wir nochmal einen größeren Leistungsabfall haben als ohnehin schon. Weil jetzt haben wir einen Innenverteidiger als Linksverteidiger. Gut, zugegebenermaßen, das ist selbstverschuldet, weil ich Engesan verkauft habe. Also das nehme ich jetzt mal nicht als Argument. Aber halt allein das Mittelfeld, ja, und dann macht Nico schon das 1-0. Wie oft wir diskutieren müssen, weil eben die Fitness nicht passt und dann halt da große Qualitätseinbußen sind. Kabic war ja die große, schlimme Personalie in der Hinrunde mit seiner langen Verletzung mit Ibanez, der jetzt auch gar keine Rolle spielt, weil er eben einfach nicht gut genug ist. Der ist weit, 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 weit weg von der ersten Mannschaft. Wie so viele eigentlich aus den andorranischen Spielern, weil die eben nicht gut genug sind. Die kommen zwar vielleicht mit viel Talent, aber sie kommen halt nicht mit guten Voraussetzungen und guten Startwerten, während Jesus Perez ordentlich was zu tun hat in seinem La Liga-Debüt. Weil wir uns halt auch wieder anstellen, wie die ersten Verteidiger. Ah, das war leider klar gegen Barcelona. Wenigstens halt mal ein bisschen Ballsicherheit wäre schön, aber das, was wir sehen, sagt ja eher 95% Ballbesitz Barcelona. Und ab Valladolid müssen wir dann wirklich eine Serie starten. Egal, was ist mit Europa League und was nicht mit Europa League ist. Sind übrigens momentan. Wo ist es? Ballbesitz? Jungs, mach nicht mehr Scheiße. Nur 55? Nee, nur 45%. Also wir haben mehr Ballbesitz, aber sieht man halt nicht, ne? Ja, Jungs, das war halt ganz schön scheiße, ne? Ich gehe mal auf das 4-3-3, weil wir haben ja eh nichts zu verlieren jetzt gerade.
Sieht alles nicht so gut aus von uns. Ja, oh, Nico macht den Treffer nicht, obwohl das Tor leer ist, wow. So, wir haben eine Szene, komm nach. Juan Fernandes, Posten, wer hätte es gedacht? Nachher erzählst du mir noch, dass wir gleich ein Absetztor machen oder so. Ja, super. Sule kommt rein, instant verletzt. Solanke kommt rein, weil ich den Rest jetzt nicht unbedingt mit der Fitness kaputt machen möchte. Ach, boah, ey, die Saison, ne? Meine Nerven sind halt komplett im Arsch. Jetzt kommen wir nicht hinterher, das Salemakers. Der wird nicht zum Abschluss gehen. Nimmt Singo nämlich mit. Wieder abgelaufen von Son Yoda. Ich glaube, das war jetzt nicht die klügste Variante, da jetzt erstmal hinten rumzuspielen, weil jetzt sehr, sehr viele Spieler in der Mitte von Barcelona sind. Man hätte eher direkt über die Außen spielen müssen. Jetzt kommt ein langer Ball auf Vujicevic. Kein Abseits und... Wir spielen halt den Football Manager, ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Drei, 10 Minütchen haben wir noch auf der Uhr. Nochmal ein langer Ball. Koyo muss ihn jetzt irgendwie in die Mitte bringen. Nimmt Andersen mit. Der wird nicht schießen als Linksverteidiger. Und Kong Na probiert es irgendwie. Aber ja. Irgendwie. Was sollen wir machen? Was sollen wir machen? Solomon mit der nächsten Chance für Barca. Macht ihn nicht. Also Juan Jesus, Antonio Jesus war das, ne? Können wir heute keinen Vorwurf machen. Der macht seinen Job gut. Der hat sich dann nicht zu Schulden kommen lassen. Barca hätte natürlich auch schon das 2-0 machen müssen, alleine durch diese Riesenchance von Nico, der den Ball einfach, ne, daneben geschossen hat, obwohl das Tor leer war. Wir dürfen übrigens auch nicht vergessen, Testing hat die meisten Clean Sheets in der Liga mit 19 oder 18. Soll natürlich trotzdem nicht heißen, dass der Pfosten da so im Weg stehen muss. Das war ein genialer Ball und das ist das 2-0. Schade. Wir haben halt versucht zu fighten. Aber wir sind einfach zu schlecht. Und die Fitness ist halt auch nicht da. Bitte macht jetzt nicht noch das Tor, ne? Das würde mich dann richtig abfacken. Alter, schon wieder Latte. Ich glaube, erst das Ding, dann Latte und nicht umgekehrt. So schlecht war es halt gar nicht, ne? Aber Barca ist halt immer noch Barca und wir sind halt immer noch wir. Zweimal Pfosten hätte auch gut und gerne zweimal Tor bedeuten können für uns und dann wäre es ein 2-2 gewesen. Osasuna steht echt im Finale der Copa del Rey gegen Atletico. Sulek hat einen Muskelfaserriss in der Wade, der nächste Verletzte bei uns. Alter, wie viele Verletzte wir einfach haben, ne? Gefühl hat sich schon jeder Spieler bei uns dieses Jahr verletzt. Mal gucken, ne? Also gut, nehmen wir jetzt mal Keeper raus, weil Antonio Jesus Perez, der ist jetzt erst seit einer Woche drin. Boto hat sich auf jeden Fall verletzt. Juan Fernandes war, glaube ich, letztes Jahr oder war das dieses Jahr in der Vorbereitung? Das war dieses Jahr in der Vorbereitung, wo er sich verletzt hat. Der hat die Vorbereitung verpasst dadurch. So, Casas, ich glaube, der war nicht verletzt. Verletzt jetzt übrigens länger als 2 Wochen. Ja, also hier so die 12 Tage, die sind dann halt drin, aber es sind ja auch 2025. Also Casas war nicht verletzt. So, dann hatten wir hier 4 Wochen im November von Andersen. Iglesias war, glaube ich, auch nicht verletzt, richtig? Nee, da hatten wir Glück bei Iglesias. Der hat noch am Anfang scheiße gespielt. Kabic ist klar, der war verletzt. Kong Na war, glaube ich, nicht... Ja, doch, 2 Wochen war er mal weg im November. Dann haben wir Son Yoda, der war auf jeden Fall verletzt. Da brauchen wir gar nicht erst nachgucken. Coelho bin ich mir gerade nicht so sicher. Doch, der war auch im August verletzt für 2 Wochen. Ich meine, so 2 Wochen, das schadet halt jetzt nicht so krass. Vujicevic kam erst im Winter. Sicardo ist auch irrelevant.
Aber durch die Menge, ne, was dass du halt immer wieder rotieren musst, immer wieder ein anderer hin muss, das ist halt das Ding, was es kaputt gemacht hat. Weil sonst, wenn es mal ein Spieler ist, der für 2 Wochen tot ist, ja, ist ja easy. Das stört ja jetzt nicht. Aber wenn es halt der Spieler hier ist, dann der, dann der, dann der, dann der, dann der, dann der, dann der. Das ist das Problem. Weil so kann ich mir gut vorstellen, dass viele von euch denken, ah, das, Brudi, der ist so 2 Wochen verletzt, heul doch nicht so rum. Das ist nicht das Problem, dass ein Spieler nur für 2 Wochen verletzt ist, ne? Das Problem ist halt wirklich, dass so viele Spieler für 2 Wochen verletzt sind. Weiß nicht, ob ich das hier mitnehmen würde bei Jill Herme, weil der war ja in der Sommerpause verletzt. Da will ich das mal ausklammern. Vicente, warst du verletzt? Nee, Vicente hat durchgespielt. Sulek ist halt jetzt verletzt. Solanke war nicht verletzt. Nuri zum Glück auch noch nicht. Also nicht krass zumindest. Franco glaube ich auch nicht. Soriano ist jetzt verletzt. Oliveira ist irrelevant und ja. Der Rest auch. Ja. 11 Spieltage noch und eine krasse Aufgabe noch irgendwie auf Platz 4 oder 3 zu kommen. Jetzt haben wir echt Punkte gedroppt, die letzten 2 Folgen. Boah. Schwierig, ne? Ganz, ganz schwierig. Nächste Folge haben wir Valladolid und ich denke mal, ich nehme beide Marseille-Spiele mit. Osasuna, die unfassbar ekelhaften, sind auch dabei. Ist auch ein ganz, ganz wichtiges Spiel, welches wir gewinnen müssen, weil ansonsten fliegen wir sogar aus den Europa-League-Plätzen raus und das wollen wir echt nicht. Boah. Ey, das ist so ein harter Fight. Nicht gedacht, dass es so schlimm wird, die Saison. Aber es kommt halt alles zusammen. Die Verletzungen, schlecht spielen und dann noch 4 Wettbewerbe. Das ist halt das Schlimme. Die Supercup war auch komplett unnötig halt. Nun gut, ja. Ist nun mal so. Nächste Folge geht's weiter. Immer weiter, immer weiter, ne? Wir haben jetzt ein paar Spiele, die wir gewinnen können. Eigentlich ist nur noch Valencia da, die sehr, sehr stark sind. Und lass die mal besiegen, dann sind wir sowieso vorbei. Das wäre doch schön. Also, mal gucken, nächste Folge geht's weiter. Das Ganze am Mittwoch. Bis dahin. Tschö.